Die Wild Westmusik passte sehr gut, oder? Ja. Man sieht sie selten bei uns, die mit Pferd und Wagen. Ja, wir sind doch nicht mehr im Mittelalter. Ja. Und diese hier gibt es auch schon länger. Das ist ein Spitzling. Genau. Sie gehört zu den Getreidewanzen. Sie sind weit verbreitet in Europa. Und sie waren mal eine Plage? Ja, früher anscheinend, aber heutzutage nicht mehr. Vielleicht haben sie sie fast ausgerottet jetzt. Ja. Das ist eine Ähre, oder? Oder ist das ein Grassamen, also Grasähre? Ich bin mir nicht sicher. Es könnte auch eine Grasähre sein. Sie hat wirklich eine ganz spezielle Form. Ja, deshalb wusste ich auch den Namen. Ja. Weil sie gehört eigentlich zu den Baumwanzen. Und die sind im Allgemeinen größer. Ja. Sie hier ist in etwa? So 8 bis 9 mm. Ja. Da unser nächster Schauspieler. Eine 6-Punkt-Faulfliege. Und sie ist sehr faul wieder, oder? Ja, sie ist sehr gemächlich unterwegs. Aber ich denke, der Name ist nicht wegen dem. Sondern? Sondern, weil die Larven sich in faulendem Holz entwickeln. Ah. Aber die Fliege selber, die hat gerne Honigtaublüten und Nektar. Ja, und sie schaukelt sehr gerne, oder? Sieht so aus, ja. Ja, das konnten wir nicht stabilisieren, oder? Ja. Ja, das Auge schimmert noch so blaugrün. Ja. Oben. Und sie hat eigentlich gerne feucht. Feuchtes Klima. Wegen dem faulenden Holz. Wahrscheinlich, ja. Für ihre Kinderchen. Ja. Und ein Buntspecht. Roter Bauch. Gelbe Stirn. Roter Hut. Und er sucht Larven wie verrückt. Sie werden noch ziemlich alt. In der Schweiz haben sie herausgefunden, circa 10 Jahre können sie werden. Ja, tüchtig. Und bei uns gibt es etwa 90.000 Paare. Wir sehen sie auch relativ selten. Ja, also gut, man hört sie oft nur. Man hört sie, ja. Ja. Ja, das war ein Glücksfall hier. Ja. Auch bei Regen hat man Hunger, oder? Genau. Ich glaube, es hat sogar geschneit, oder? War das Schnee? Kann sein, ja. Sieht aus wie Schneeflocken. Mhm. So, und das ist unser Hauptdarsteller. Also er und seine nachfolgenden Generationen. Ne? Genau. Das ist also die Larve vom Getreidehähnchen. Ja, vom Rot. Ich weiß nicht, ob vom Rothalsigen oder vom Blauen. Ich glaube, es gibt beide die etwa die gleichen Larven.
Aber wir haben sie dem Rothalsigen zugeordnet. Ja. Man sieht sehr schön die Verdauung. Und hier, er frisst Blätter. Oder sie. Sehr klein, oder? Also, der Kopf hier, der ist nicht größer als ein Millimeter. Ja, das ist eines der ersten Stadien. Und sie haben, glaube ich, 4 bis 5 Stadien. Man sieht sehr gut, wie sie das Blatt abgefressen hat. Manchmal sieht man auch so wie ganz feine Gespinste. Ja. Und das ist dann von diesen Getreidehörnchen. Sie schaben da das Grüne heraus, ja, bis nur noch das Gerippe übrig bleibt. Genau, wirklich bis zur Blattunterseite. Und deshalb sind sie wirklich ein Schädling. In Massen. Ja. In Massen, ja. Und eben, wenn eine Pflanze so richtig befallen ist, kann es bis zu 10% Ertragseinbuße geben. Pro Pflanze. Ja. Und das passiert zwischen 2 und 3 Wochen, weil so lange dauert das Larvenstadium. Ja, sie fressen wie verrückt. Ne? Hier sieht man wieder sehr gut, wie sie das Grüne, das Chlorophyll, aus dem Blatt herausschabt. Und was wirklich ziemlich unappetitlich ist, das ist ihre schleimige Kothülle. Ja. Also ihren Kot stecken sie, werfen sie nicht fort, sondern man sieht es hier sehr gut. Der wird unter eine Hülle geschoben. Und sie tragen ihn mit herum? Ja, die ganze Zeit. Und ich denke, sie wollen damit Feinde fernhalten. Ja, das ist gruselig. Ja, kann man sagen. Also ja, und hier, wenn sie älter werden, trocknet es langsam ein. Und dann, also, sie sehen wirklich sehr hässlich aus. Ja. Sehr unappetitlich. Es wird jetzt keine verzehren, oder? Ja, nein, wirklich nicht. Ich habe zwar gelesen, sie haben schon Feinde, aber ich kann mich fast nicht vorstellen. Das müssen auch so Grüßle sein. Aber tolle Aufnahme, weil sie ist wirklich nicht sehr groß. Nein. Sie ist, ich weiß nicht, 5 bis 6 Millimeter, so ja, etwas. Oder weniger. Also eine ganz tolle Aufnahme. Ja, und das hier, das hat natürlich überrascht. Fliegen sind sich ja aller Hand Kot und Dreck gewohnt, aber wie man hier sieht, das ist auch hier zu viel. Genau. Und so sieht sie dann als Erwachsene aus. He? Ein wirklich schöner Käfer. Ja. Das ist erstaunlich. Und der Schaden vom Käfer selber, der ist nicht so groß. Weil sie bleiben nicht auf, die leben nachher nicht auf einer Pflanze, die fliegen von einer zur anderen. Also wirklich sehr hübsch, das blau-schwarz schimmernde, der rote Hals dazu. Ja. Und auch etwa 4 mm, ja. 4-5 mm so. Ja, ja. Nicht größer auf alle Fälle. Hier hat er geschlafen, oder? Ja, er muss nachdenken. Okay. Wir haben ja sehr schlecht über seine Kinder gesprochen, dass sie Säunickel sind. Also, ich weiß nicht, wie man das im Deutschen sagt. Einfach sehr unappetitlich. Ja, und ich denke, sie hat reklamiert, oder? Okay. Dass wir nicht schlecht über ihre Kinder sprechen sollen. Ja, nur gut, das war's. Bis später. Bis dann.